Ja, hallo, mein Name ist Rita Maria Janni, ich bin die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen der Vereinigte Volksbank EG. Zusammen mit der Christel Hoffmann sind wir heute hier und haben uns für den Mitbestimmungspreis 2021 beworben mit zwei ganz spannenden Projekten. Als Themen haben wir uns ausgesucht, zum einen 100 Jahre Schwerbehindertenrecht und zum anderen die Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung in Zeiten einer Pandemie. Was das Thema Schwerbehindertenvertretung anbelangt, also das 100-jährige Jubiläum, das dieses Jahr gewesen war, da stellen wir die Frage und versuchen zu sensibilisieren, hat sich wirklich so viel geändert in den letzten 100 Jahren? Unserer Meinung, ehrlich gesagt, nicht. Da muss noch einiges getan werden. Was die Pandemie anbelangt, da glaube ich, haben wir alle erkannt, dass wir hier mit noch sehr viel Arbeit in den nächsten Jahren zu rechnen haben, insbesondere was die psychischen Folgen einer Pandemie anbelangt, was das auswirkt, wie sich das auswirkt in den Betrieben, im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und ich denke, da muss auch noch einiges getan werden. Da muss man auch erkennen, dass wir Schwerbehindertenvertretungen ganz wichtige betriebliche Helfer in den Betrieben und Dienststellen sind. Von der Politik erwarten wir eine Ausweitung der Beteiligungsrechte. Wir gehen sogar einen Schritt hier weiter. Wir können uns vorstellen, hier sogar eine Eigenständigkeit gegenüber Personalrat, gegenüber Betriebsräten. Das können wir uns vorstellen. Und eines können wir gewiss sagen, nach 2 Jahren Pandemie, die SBV kann Krise.